Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2005. Ich bin mal wieder in der neuen Aufnahmesession. Wir haben aktuell 48% Karrierefortschritt. Und wir wollten ja als nächstes weitermachen mit dem nächsten Meilenstein. Und zwar wollten wir diesen hier machen. 290 km/h. Müssen wir schnell sein. Ihr seht jetzt hier, dass ich den schon geschafft habe. Das liegt daran, dass ich vor 2 Tagen bereits einmal aufgenommen habe, einen Part, und dieser Part hat mir aber einfach nicht gefallen, weil ich irgendwie nicht so gute Laune hatte zum einen und zum anderen ich sehr lang versagt habe, als ich diesen Meilenstein versucht habe, und dann kam auch noch immer die Polizei dazwischen, also die hat mich immer entdeckt, während ich diesen Meilenstein hier versucht habe, den ich gerade ausgewählt habe. Und ja, da hatte ich einfach schlechte Laune und ich habe auch sehr wenig irgendwie geredet und da hätte ich sehr viel rausschneiden müssen. Also habe ich mir einfach gedacht, ich breche die Aufnahme ab und fange nochmal neu an. Jetzt sind 2 Tage vergangen und wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. Also ich werde euch die auch nochmal zeigen, wo ich hier diesen Meilenstein geschafft habe. Also nur diese Stelle von der Aufnahme natürlich. Und das Einzige, was ich sonst noch geschafft habe, ist, dass ich ein bisschen mehr Kopfgeld noch bekommen habe. Das kann ich euch vielleicht auch noch einblenden. Ja, dann würde ich mal sagen, Film ab. Weil ich glaube, der ist ein bisschen schneller. Oh, ja, das ging schnell. Yep, einen Polizeiwagen habe ich zerstört. 350, wow. Coole Sache. Yay, Verfolgungsdauer 500. Ein Polizeiwagen zerstört, 500. Dankeschön. Cool, dann kann ich ja jetzt weitermachen, ne? Dann müsste das doch mal funktionieren jetzt, oder? Komm schon. Zack. Boah, aber ganz knapp. 291 km/h. Kopfgeld 60.000. Cross, die Schonzeit ist vorbei. Ich bin es leid, dich zu schonen. Schluss mit lustig. Ich zieh dich aus dem Verkehr. Und wenn ich fertig bin, bleibt von dir und deiner Karre nichts mehr übrig. Wir sehen uns. Okay, das war jetzt einmal eine sehr scharfe Drohung. Aber gut, dann zeig, was du drauf hast, Cross. Ich stelle mich dir. Toll. Ja, Leute, wir haben alles drin, was man einbauen kann. Also, von dem her, die haben ja gesagt, irgendwas soll man noch tun, damit man beim Leistungsupgrade da was verändern kann. Irgendwas mit einem Spoiler. Deswegen gucke ich jetzt mal kurz, wo das denn sein soll. Teile. Hier, ne? Spoiler. Nehmen wir einfach mal so einen coolen Spoiler. Den besten. Welcher passt denn? Der ist ganz cool, Viper. Ups. B. Und ja, zurück. Und jetzt gucken wir noch, ist hier noch irgendwas, was man braucht? Dachspoiler. Noch ein Dachspoiler. Gibt's hier nicht auch Viper? Nee. Oh, 61 gibt's hier, alles klar. Ist auch gar nicht mehr so einfach zu sehen. Gute Frage, was nehmen wir denn da? Ja, warum nicht den einfach Jetstream? Zack, so. Und das war's. Kaufen, ja. Und dann gucken wir jetzt mal, ob ich jetzt da diese ist das jetzt da? Ja. Diese Leistungstuning-Sachen einstellen kann oder nicht? Oh ja, Aerodynamik kann ich jetzt machen. Ah, ja. Verfolgungsdauer 18.000. Polizeiwagen zerstört 3.000. Gesamtkaufgeld 21.000. Yay. Ach man, ey. Was ist jetzt los? Hilfe! Ach du je. Au.
Tja. Okay, ich werde zurückgesetzt, danke. So, also ihr habt es jetzt gesehen, was ich da geschafft habe. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit dem dritten Meilenstein. Und zwar diesem hier. Lass dich mit mindestens 300 km/h blitzen, um den Meilenstein zu erreichen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich den schon versucht habe oder nicht. Ich erinnere mich wieder. Den habe ich auch schon versucht in der Folge, die ich verworfen habe. So, kurzer Schnitt. Ich habe gerade kurz noch die Lautstärke für mich etwas leise gemacht. Und ich habe da eben sehr lange gebraucht, weil ich mir nicht auf 300 gekommen bin. Ja, und das ist diesmal wieder der Fall. Und ich habe das natürlich dann auch nicht geschafft. Und ich würde einfach mal sagen, ich versuche es einfach in dieser Folge mal etwas schlauer anzugehen. Und zwar porte ich mich mal kurz zurück. Aber nehme diesmal jetzt noch ein bisschen mehr Anlauf. Das heißt, ich fahre jetzt noch mal kurz hier zurück, noch weiter. Also ich meine, ja, hier sind ein paar Kurven, aber hoffentlich ist das nicht so schlimm. Und zwar würde ich sagen, fangen wir jetzt mal von hier aus an. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ja, upsala, jetzt habe ich mal ganz kurz meinen Blick vom Bildschirm abgewendet für eine Sekunde und das sorgt bereits dafür, dass ich hier die Kontrolle verliere. Mein Nitro ist jetzt leider auch nicht ganz voll, aber vielleicht ist das ja nicht so schlimm. Es lädt sich ja noch auf. So, aufpassen, dass ich hier... Wow, da hat es kurz geleckt. Mit niemandem kollidiere. So, Vollgas. Und komm. Ja. Oh, 1 km/h. Leute, 1 km/h, das gibt's nicht. Okay, sieht aber schon viel besser aus als in der letzten Aufnahme. Also das ist anscheinend der Schlüssel. Man muss hier, oder je nachdem welchen Wagen man hat, einfach mehr Anlauf nehmen. Vielleicht nehme ich mal noch ein bisschen mehr. Von hier aus oder so. Also ich meine, das müsste ja nur mal klappen. Vielleicht, naja, okay, ich sollte vielleicht noch ein bisschen mehr meinen Nitro aufladen. Dafür müsste ich jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr hier auf der Straße entlang fahren. Ich glaube über 100 km/h, dann kriege ich was. Ja. Damit wir hier auch genug haben. So, ich glaube, das sollte reichen. Den Rest kriege ich dann während der Fahrt. Oh ne, jetzt kommt eine Polizei. Ach du Scheiße. Ich habe echt keine Bock jetzt gerade auf die... Ja, sorry Leute, muss ich mal kurz irgendwie ausweichen. Ach, die fährt jetzt hier auf mich zu, ne? Moment, dann porte ich mich mal kurz wieder hier hin. Da sollte sie ja nicht sein. Und fahre jetzt hier wieder zurück. Also das ist, war jetzt gerade notwendig, weil... Wenn ich von der Polizei gesehen werde, dann muss ich halt erst entkommen. Und das dauert dann viel länger. Das ist euch hoffentlich bewusst. Und währenddessen kann ich natürlich auch den Meilenstein nicht machen. Oh Gott, da ist sie wieder. Ach du Scheiße. So. Also wir wollten ja jetzt ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Also von... Daher, ich habe sie gesehen, glaube ich. Boah, das ist ganz schön. Ich muss aufpassen. Okay, ich glaube, jetzt ist sie... So, sollte reichen, von hier aus. So. Nein, da ist eine neue. Lass mich verarschen. Ach Gott, ich hasse es. Alter, nee, da ist schon wieder eine Polizei. Was kann man dagegen tun? Mir würde jetzt nur einfallen, dass ich jetzt mich kurz woanders hin teleportiere. Und zwar zum... Hallo? Oh, ich kann ihn nicht nochmal machen. Die anderen. Ach, Leute. Ja, da kommt... Die fährt da hinten lang. Jetzt kommt die auf mich zu. Ey. Okay, Moment. Wir gehen einfach kurz in den Unterschlupf. Ist kein Problem. Dann sollten sie weg sein. Und teleportieren uns jetzt wieder dahin. Ist kein Problem, Leute. Zack und los. So, die sollten jetzt einfach despawned sein, weil ich bin ja jetzt hier wieder neu. Und ich hoffe, die tauchen jetzt auch hier nicht wieder sofort auf. Das wäre ein bisschen fies. So. So, von hier aus sollte es reichen, hoffe ich. Ich gebe Vollgas. Und wir versuchen es jetzt einfach. Polizei sollte hoffentlich keine da sein. Ich gebe jetzt wirklich Vollgas, ohne einmal vom Gas zu gehen. Ich
Hoffe sehr, dass das reicht. Okay, Nitro, Nitro, Nitro. Ja, reicht. Wunderbar, 304. Oder 5 sogar, ne, 4. 60.000 Kopfgeld, Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. Dafür habe ich in der letzten Folge ewig gebraucht. Also es ist wunderbar, dass es jetzt viel schneller ging. So, nochmal kurzer Schnitt. Ich musste mich gerade nochmal kurz räuspern, weil mein Hals irgendwie ein bisschen zu war. Ich weiß auch nicht wieso. Ah, jetzt kommt die Polizei jetzt sofort wieder. Ja, wir haben jetzt die Meilensteine geschafft. Jetzt fehlt nur noch die Polizei. Sprich, das Kopfgeld. Da habe ich gesehen, dass wir jetzt... wir brauchen jetzt nur noch... unter 400.000. Weil ich ein bisschen was da schon geholt habe. In der verworfenen Aufnahme. Ja, am besten wir machen einfach das mit dem Meilenstein. Also wir suchen uns hier einen Meilenstein aus. Was ist der einfachste? V6, nee. Erziele... Achso, hier steht es ja auch. Ach Mann, bin ich dumm. Nee, ich habe mich ja gefragt, was das heißt, dieses Schild. Ich hätte es einfach hier nachlesen können. Erziele in einer einzigen Verfolgung ein Kopfgeld von 10.000. Danach muss es dann kommen, logischerweise. So, also ich würde sagen, wir wählen diesen Meilenstein hier aus. Einfach, um die Verfolgung zu beginnen, weil dann muss ich mir nicht ewig aussuchen, welche Location ich hier als Verfolgungslocation auswählen möchte. Ich finde es ein bisschen schade, dass das ganze Kopfgeld, was man geholt hat, während der Verfolgung, wenn man dann erwischt wird, nicht gespeichert wird. Also das wäre cool, wenn das wenigstens gespeichert werden würde, damit man das dann nächstes Mal einfach weitermachen kann, aber okay, dann eben nicht. Bringt das eigentlich was? Ach so, wenn ich nach oben drücke, dann kann ich während der Verfolgung sogar sehen, wie lange ich schon verfolgt werde und was ich gemacht habe. Und wenn ich nach links drücke, ist das gleiche. Nach unten passiert nichts und nach rechts ist... Oh! Meine Nachrichten kann ich auch während der Verfolgung einsehen, alles klar. Ja. Yay! 200 Kopfgeld, danke. Super. Nicht. Nochmal. Kein Problem. So, diesmal versuchen wir mal mit der Polizei hier, mit der Einheit, ein bisschen mehr zu interagieren. Also wir warten am besten mal, bis die Verstärkung da ist. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Also bevor ich den hier irgendwie schrotte oder so. Ja, ach komm. Jetzt schrottet er sich schon selber oder was? Och Leute, komm doch her. Mann, was bist du denn für ein Dödel? Och Mann, komm. Hier bin ich doch. Da gibt es hier überhaupt keine Mühe. So. Was? Ich hab dich gar nicht verstanden. Kommt jetzt mal Verstärkung oder nicht? Ja, okay, ich bin ja auch nur auf Stufe 1, das ist schon klar. Weil ich mal wieder erwischt wurde, glaube ich. Was? Wie ist denn der jetzt okay, ist noch eine Einheit, okay. Hä? Die Wagen schrotten sich von selber, ohne dass ich irgendwas mache. Ja, das ist... Du sollst ja nicht einfach abbiegen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mal... Naja. Habe ich den schon gerammt überhaupt? Zack. Komm, gib Gas. Da ist noch eine Einheit. Was macht ihr denn da? Was war das? Der hat doch irgendwas hier gerade über die Straße geschoben. Oh, jetzt bin ich Stufe 2. So, wir versuchen mal einfach noch ein bisschen mehr Sachschaden anzurichten. Oh, da komme ich nicht lang, okay. Und hier in der Stadt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Hier kann man, glaube ich, auch einiges zerstören. Ups. Los, los, los. Gas. So. Wo sind die Leute denn schon wieder hin? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, hier ist einer. Hallo. Bin da. So. Zack. Alles klar, die Polizei rammt einfach mal fremde Wagen. So, wir haben schon mal 16.000.
Sachschaden erreicht. Man erreicht auch vor allem welches durch das Auslösen von Verfolgungsstoppern. Na, komm. Aber das ist natürlich keine gute Idee, wenn hier nicht so viele Einheiten gerade da sind, weil... Okay, machen wir das jetzt mal kurz. Vielleicht... Ja, okay, das wird jetzt aktiviert, ohne dass da jemand ist. Das ist gut. Da sollte ich jetzt ein bisschen was bekommen. Ja, 21.000 habe ich jetzt. Ey, Flucht. Hallo, ich bin doch hier, Leute. Hier können wir noch mal ein bisschen was kaputt machen. Hier, wie entkommen? Ihr seid doch direkt neben mir. Bleibt doch stehen. Och, Mann. Guck mal, der fährt richtig weg von mir. Der hat Angst. Komm. Oh, jetzt glaube ich noch eine Verfolgungsstopper. Ich will... Och komm, ich bin doch noch gar nicht durchgefahren. Ich wollte die nicht aktivieren jetzt. Das gibt's nicht. Okay, hier ist noch eine, zum Glück. So, hallo. So, hier kann man glaube ich auch noch ein bisschen was anrichten. Zack. Oh yeah. Alter. Danke fürs Weglassen. So. Okay, schon Stufe 3. Das ging aber schnell. Ja, ich muss jetzt einfach ein bisschen warten, bis wieder Verstärkung da ist. Was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Und währenddessen eben ein bisschen weiterfahren hier, damit die Fahndungsstufe auch steigt. So. Zack. Straßensperre. So, wir haben schon fast die Hälfte des Kopfgeldes. Des Sachschadens, meine ich natürlich. Hier können wir mal durch. Ja, Straßensperre nur auf einer Seite ist nicht so schlau. Nagelbänder kommen ja erst ab Stufe 4, das heißt, dann müssen wir noch ein bisschen länger hier in der Verfolgung bleiben, damit wir den Meilenstein überhaupt schaffen können. Ich habe auch die Wagenlautstärke ein bisschen leiser gemacht, falls ihr es gemerkt habt. Ups, so. Oh, sehr schön, ich habe irgendwas Combo bekommen. Das ist ganz nett. Zack. Ey, nicht aufhalten hier, hallo. Wie viel Kopfgeld habe ich jetzt eigentlich schon? Achso, da oben steht es ja, 25.000. Na dann. So. Einmal kurz durch, bitte. Dankeschön. Zack, da auch nochmal rin. Bald haben wir den Meilenstein. Das dauert gar nicht mehr so lange. Wenn wir hier noch ein bisschen was kaputt machen, dann sollte es, glaube ich, auch möglich sein. Achtung. Achtung. Lasst mich weg. So, ich möchte bitte hier wieder zurück, denn ich möchte hier noch ein bisschen was kaputt machen. Ja, wir haben schon 91.000. Bald ist es soweit. Vielleicht hier nur noch ein so ein Teil oder zwei kaputt machen. Vielleicht... Nee, na fast. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ach du Scheiße, nein! Ach fuck, Mann! Was? Alter, das ist doch so unfair! Verstanden. Verdächtiger ist und ey, ich hasse es. Wieso sind die am Ende denn überhaupt so weggefahren? Aber ich konnte mich dann eh schon nicht mehr bewegen. Mann! Was? Wieso habe ich jetzt nur ein Kreuz? Ich hatte doch schon eins. Oder ist es wieder weggegangen irgendwie? Und hier ist auch keins mehr. Hä? Okay, cool. Yay! Supi! Gleich nochmal. Ich würde sagen, ich schneide euch das ein bisschen, weil ich muss es einfach nicht alles drin haben. Also, ich weiß nicht, bis ich wieder so weit bin, wie ich eben war, schneide ich am besten und dann
zeige ich euch den Rest oder so von der Verfolgungsjagd. Also bis gleich. Yes. Alles geschafft, Leute. Jetzt nur noch entkommen. Jetzt entkommen. Ja. Nein. Oh, fuck. Fuck. Alter, ich habe aus Versehen zurücksetzen gedrückt. Ich wollte X drücken. Boah, wenn die mich jetzt deswegen erwischt hätten, nur weil ich zurücksetzen gedrückt hätte, ey. Ich hätte mich so geärgert, ey. Könnt ihr mir aber glauben. Ach du Scheiße. Muss weg. Nein, ich darf kein Tor einsetzen, sonst fehlt mir das, wenn ich hart geschnappt werde quasi. Also wenn ich richtig hart gerammt werde und in der... ja. Wenn ich fast geschnappt werde halt. Vorsicht. So, jetzt. Jetzt komm jetzt. Nee, doch nicht. Aber klar, fast. So, nächste fahre ich ab. Okay, da sperren sie halt gerade, ne? Ey, ihr doof. Was soll das? Naja, los. Ich will erstmal hier von der Autobahn jetzt runter eigentlich. Nein. Ich hasse es, wenn ihr das tut. Ich hasse es. Ich will wieder weg. Von hier. Aber nee, wir müssen in die andere Richtung. Da geht's schneller runter. So. Das ist ein Schaffensperre. So, jetzt hier lang. Komm, wir fahren hier in die Abkürzung, die geheime. Das geheime Versteck quasi. Wo ist eigentlich mein... Moment. Mein Zuhause? Nee. Ach so, ich dachte, man könnte direkt... Ach so, nee, muss erst... Moment. Ach so, hier ist jemand, natürlich. Muss erst auf der Flucht sein, weil dann kann ich nämlich direkt zu meinem Zuhause. So, fahren wir wieder zurück. Und tschüss. So, jetzt. Wir navigieren uns da mal hin, falls ich es schaffe. So, da kann ich nämlich direkt entkommen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Boah, das wäre jetzt aber spektakulär, wenn ich das echt schaffen würde. Hier ist auch ein Versteck. Okay, dann fahren wir lieber ins Versteck, ne? Das ist ein bisschen besser. So, Leute, wir haben es geschafft, würde ich sagen, oder? Okay, da kommt einer, aber wir müssten... Ja, wir sind weg. Yes, Verfolgungsdauer 253.500. Kopfgeld, Polizeiwagen zerstört 187.000. Nagelband 80.000. Kopfgeld 200.000, Kopfgeld 90.000 nur. Sachschaden 100.000, Kopfgeld 90.000. Fahrzeugkontakt 22, Kopfgeld 80.000. Straßenbären 10, Kopfgeld 80.000. Nagelband 6, Kopfgeld 90.000. Alter, 950.500. Alter, wenn das mal nicht dicke reicht. Sogar fürs nächste Mal wird das noch sehr hilfreich sein. Oh, danke. 12 Minuten. War gar nicht mal so lange, aber... Auf jeden Fall erfolgreich, ey, super. Nachricht von Rock, Webster ist ein Armleuchter. Dieser Armleuchter ist bereit. Fahr hin und mach ihn fertig. Alles klar, Rock. Wir werden das tun. Mensch, ich freue mich. Endlich hat's mal geklappt. Endlich hat mal alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe leider vergessen, meinen Timer zu stellen. Aber ich vermute mal... dafür werden wir jetzt noch Zeit haben, oder? Weil ich habe den Meister jetzt rausgeschnitten. Also ich denke mal, wir machen das jetzt einfach noch. Wir fordern ihn heraus. Oh, drei Events gleich. Na. Halleluja. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Minuten. Oh, okay, wenn das so lange dauert. Puh. Naja, nee, wenn es drei Events sind, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dann machen, würde ich sagen, machen wir es doch lieber im nächsten Part. Ja, also das war sehr...
sehr spektakulär heute. Wir waren sehr erfolgreich, haben so eine lange Verfolgungsjagd gemacht. Mit fast 1 Million Kopfgeld haben wir erhalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir werden auf jeden Fall nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge und tschüss.